Servus, grüßen, hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit einem neuen Krypto-Update. Heute ist der 9.7.2021 und ich habe heute was sehr, sehr Interessantes für euch, ja, in Sachen Bitcoin auf jeden Fall. Das Video wird ein bisschen länger gehen. Bitte bleibt komplett dran. Ich denke, das ist für jeden interessant. Ich denke, das Video hat es auch verdient. Und am Ende gehen wir vielleicht maximal eine Minute auf unseren Ethereum-Trade ein, der wo ja auch sehr gut läuft. Also bleibt bitte dran. Ich habe was ganz, ganz Interessantes in Sachen Bitcoin für euch bezüglich technischer Analyse. Bis gleich. So, als allererstes würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video natürlich ein Like geben würdet, mit Freunden teilt und auf jeden Fall abonniert, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, beziehungsweise die Glocke aktiviert, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Hier sind meine Telegram-Gruppen, hier Content Only und einmal hier die Telegram-Gruppe für Austausch und Diskussion, das ist der Crypto-Talk. Und über Bybit und Femex trade ich zu 99% meine Trades, ja, und wenn ihr euch darüber anmeldet, würdet ihr den Kanal natürlich unterstützen. Aber so, jetzt gehen wir in den Content. Und ich möchte erstmal was zu Anfang was sagen. Ich sagte ja, dass ich 60 zu 40 bin, dass wir eher direkt hier runtergehen, als vielleicht nochmal Punkt D sehen, wobei das immer noch eine Möglichkeit war von Anfang an, weil das ja die Kryptowährungen gern machen. Ja, ich hatte ja vor ein paar Videos schon ein tolles Beispiel gezeigt. Hier sehen wir das Bearish Butterfly. Aber, und jetzt kommt das Aber. Ich sage mal, meine Ansicht hat sich jetzt etwas geändert in Bezug auf den Weg nach unten. Also ich bin immer noch der Meinung, wir werden nach unten gehen und mindestens hier diese 20.000 sehen. Jedoch hat sich meine Meinung, ob es direkt runter geht oder ob es noch ein Absacker nach oben geht, etwas geändert. Das heißt nicht mehr 60-40, dass es direkt runter geht, sondern 50-50. Und ich zeige euch auch gleich, warum. Erstmal hier haben wir das Bearish Butterfly. Das kennt ihr ja. Das hatte ich ja im Logchart hier gefunden. Ihr dürft euch nicht an den FIPS stören, TradeView hat leider keine Möglichkeit, die harmonischen Pattern hier im Logchart hier richtig anzuzeigen, also die FIPS. Aber es ist auf jeden Fall, ihr könnt es ja nachzeichnen, auf jeden Fall ist es zu 100% ein Bearish Butterfly, wo jetzt zündet. So, wir merken uns mal hier diese Ziele. Ja. Oh Gott. Ja, Corona, ja. So, die merken wir uns mal. Und ich habe jetzt ein neues harmonisches Pattern gefunden, ein bullisches. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen abstrus an, aber guckt euch das mal an. Ich zeige es euch jetzt. Und zwar haben wir hier ein Bearish Bed oder ein Bearish Gartley. Leider kann ich das nicht genau sagen, denn an diesem FIP liegt es nämlich. Ein Bearish Bed geht normalerweise nur bis zu einem 0,5er Fibonacci hier, ja. Also XB und das Bullish Gartley geht ab dem 0,618er Fibonacci los, beziehungsweise da ist es auch in etwa. Jetzt hat es aber eigentlich Toleranzen, ja. Deswegen verändert sich das hier nur in Sachen XD. Das zeige ich aber euch auch gleich, ja. Schauen wir uns das mal genauer an. So, diese XC mit dem 0786er Fibonacci ist natürlich variabel. Ja, das zeige ich euch ganz kurz hier. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man das sieht. Hier haben wir das Bullish Bed und das Bullish Gartley. So, das heißt AC,
Ja, also hier, das hier mit dem 0786er kann variieren zwischen 0382er und 0886er Fibonacci. Das sind beide gleich. Ja, das heißt, es ist erstmal egal. Was heißt das aber? Ja, das heißt, mit meiner Schlussfolgerung, dass bei einem jetzt bearish Butterfly, was ihr vorgesehen habt, wo ich sagte, die Kryptowährung machen gern nochmal einen V-Test im Punkt D. Ja, das heißt, Punkt D war ja dann hier oben irgendwo. Das muss ja genau da oben sein, ja. Aber in diesem Bereich da oben würde perfekt passen, dass man hier die C, dieses Bullish Bad bzw. Bullish Gartley hier oben nochmal sehen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das 0382er wäre das Mindeste, wo das Vieh anfährt, ja, dann wäre das ja, haben wir eben gehabt, genau. Da wären wir hier etwa bei 42.000 Dollar aufwärts, wenn man jetzt das 0,5er nimmt. Ja, das geht immer weiter nach oben. Da haben wir hier 46.000. Dann haben wir das 0,618er in etwa bei etwa 50.500. Und das geht natürlich bis zum 0,886er. Ja, das heißt, das würde perfekt passen. Das im Prinzip, ja, wir sind hier im 2-Wochen-Chart, würde das Bearish Butterfly, was ihr jetzt von mir kennt, und das Bullish Bett bzw. Gartley Hand in Hand gehen. Und alles hat ein Ziel. Alles hat ein Ziel. Und das sind etwa die 10.000, wenn es ein Bett wird. Und beim Gartley ist das 0786er. Das wären etwa die 16.000, 17.000. Das wäre so die Spanne, wenn es ein Bullish Bett oder Gartley wird. Natürlich ist es nicht immer 100%. Es kann theoretisch fast ein 1,1er werden, bis zu 4.000 Dollar runter. Muss man natürlich dazu sagen. Aber wenn man nach den FIPS geht, ist es eigentlich relativ sehr oft genau. Das heißt, das 0,786er oder das 0,886er. Ja? Das heißt, unser niedrigster Punkt wäre, wenn es so kommt, wären etwa die 10.000 bis 11.000 Dollar, wenn es ein Gartley wird. Beim Bett, wie gesagt, wäre jetzt das 0,786er bei etwa 16.000, 17.000 Dollar. Und das bestätigt auch ein bisschen meine Annahme, wie gesagt, dass das Bitcoin noch mal gern das D anfährt. Beim Bearish Butterfly, ich mache es mal noch mal kurz drauf. Jetzt habt ihr das ja gesehen. Machen wir mal das Bearish Butterfly noch mal drauf, ja, das müssen wir jetzt ein bisschen lang ziehen noch, genau. Und dann würde er noch mal hier in diesem Bereich, in den D noch mal in diesem Bereich etwa antesten. Und jetzt zeige ich euch noch zwei Patterns. Eins kennt ihr schon, das ist mein abfallender Kanal und ein mögliches Falling Wedge noch. Das würde das alles auch noch unterstützen, dass wir vielleicht schon mal hochfahren. Aber man darf nicht vergessen, ja, ich trade wie gesagt nur Ausbrüche. Und es kann auch direkt nach unten gehen. Deswegen 50-50. Aber eins hat alles gemeinsam. Und so bleibt auch meiner Meinung nach. Deswegen halte ich nichts von den Moonboys jetzt, von den anderen YouTuber, wo wieder die ganzen Leute reinziehen mit 100, 2, 3, 4, 500.000 Dollar. Das ist einfach, also ich finde sowas echt lächerlich. Ja, man kann seine Meinung haben. Aber das ist schon, die verdienen mit euch natürlich Geld, logischerweise. Hier, wenn ihr über den ihren Affiliate Links tradet, ja, wenn ihr jetzt, wenn ihr liquidiert werdet oder sowas, ja, ich finde es einfach nur frech. Und das ist gar nicht so wirklich dargelegt, was die machen. Die behaupten das mehr oder weniger nur, ja. Man hört jetzt von zum Beispiel von The Moon, ja, hört man ja gar nichts mehr mit dieses Jahr mit 500.000, ja. Im Gegenteil, jetzt sagt er, ja, es geht jetzt abwärts. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ihr könnt eure eigene Meinung bilden. Ich zeige euch das, was viele vielleicht nicht sehen wollen, dass das Ganze auch sehr, sehr bearish ist und dass wir demnächst in einen großen Bärenmarkt auf jeden Fall reinkommen werden. Ja? Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall jetzt 50-50 möglich ist, dass wir hier nochmal diesen Bereich sehen. Und sollten wir nach oben ausbrechen, bitte lasst euch nicht, also das ist keine Finanzempfehlung, Handlungsempfehlung, aber lasst euch nicht blenden und bitte keine Mega-Long jetzt reingehen mit allem hier, weil, wie gesagt, ich denke wirklich, dass es hier nur ein V-Test sein wird, ja. Und das zeigt jetzt dieses Bearish Butterfly oder wie vorher genannt, das Bullish Gartley bzw. Bullish, möglichst Bullish Bet. So, kommen wir aber jetzt zu den anderen zwei Patterns, wo das Ganze noch ein bisschen unterstützen, dass es auch erstmal nach oben gehen kann, statt nach unten.
Zwar haben wir hier in lila die Oberkante und in gelb diese Unterkante, ja, ein mögliches Falling Wedge. Und das Ziel dieses Falling Wedge ist immer der Anfang und das wäre hier in dem 40.600 Bereich auf jeden Fall. Das werde ich hier erstmal meiner Meinung nach also Fake Out. Und natürlich hätten wir hier auch noch ein Triangle im Angebot. Hier sieht man auch, dass es immer wieder hier abgebaut ist. Aber ich persönlich gehe eher von diesen gelb und lila Trendlinien aus als einen Falling Wedge. Natürlich haben wir jetzt auch, wenn wir diese Linie noch dazu nehmen, das kennt ihr von den anderen Charts, das blende ich auch mal kurz ein, haben wir hier unseren ja fallenden, leicht fallenden Kanal. Wenn es jetzt hier nach oben gehen würde, ja, also würde jetzt das Ganze hier nach oben gehen, dieser Kanal, dann wäre das auf jeden Fall ein bearishes Anzeichen. Da es aber jetzt leicht nach unten geht, muss man auch damit rechnen, dass hier das Ganze auch bullisch aufgelöst werden könnte. Und dann hätten wir hier etwa ein Ziel von 50.000 bis 52.000 $, ja. Und dann sind wir wieder dabei, dass man hier, das ist ja Punkt D, das Bearish Butterfly, wie ich ja vorhin gezeigt habe, ja, dass man hier nochmal diesen Bereich hier anfangen. Das würde alles passen. Nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit, dass wir natürlich hier nach unten fallen, auch noch da, wie gesagt, 50-50. Deswegen trade ich eine Ausbrüche. Bin aber schon seit längerem in der Long drin, das wisst ihr auch. Und ich bleibe jetzt auch erstmal noch weiterhin drin. Ja, ich hatte ja einen Bitcoin-Call gecallt. Dazu muss ich mal wieder zurück ganz kurz. Und zwar sagte ich, wenn er diese Trendlinie bricht, kann man ihn länger öffnen. Das hat er nicht gemacht. Er wurde rejected. Er ging nach unten und ist hier im Moment wieder abgeprallt. Ja, ich warte darauf, dass wir diesen Bereich hier auf jeden Fall brechen. Und dann werde ich hier meine Long etwas vergrößern. Dabei bleibe ich. Schauen wir uns ganz kurz mal die EMAs an. Und hier seht ihr, ja, der Bitcoin hat sehr starke Probleme, hier die MA9 oder die EMA9 oder die EMA21 zu überwinden, um wieder hier Anschluss zur 50er zu bekommen. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die größeren Timeframes stechen die niedrigeren aus. Und im Moment sind wir hier bei der EMA50 im Week, die natürlich noch im eher ja, im bullischen Bereich ist übertrieben. Aber wir haben hier noch eine starke Unterstützung. Die Woche ist natürlich noch nicht rum. Ich persönlich, ja, wie gesagt, 50-50, dass wir hier nochmal den oberen Bereich hier sehen könnten. Wenn nicht, wenn sie wirklich runtergehen sollte, unter die 28.000, dann ist hier die 25.000 das nächste, auf jeden Fall das nächste Ziel. So, das war's schon zu Bitcoin. Ich denke, ihr habt jetzt sehr, sehr viel Input bekommen. Und wenn ihr das auch alles lernen wollt, oder seid schon am Anfang von der technischen Analyse und wollt noch mehr lernen oder wollt von, ja, von erfahrenen Trader lernen, dann kommt in den Telegram-Chat rein, kontaktiert Kevin oder mich bezüglich der Bull vs. Bears Academy. Dann hier wird euch geholfen, hier lernt ihr richtig TA und hier bekommt ihr auch einen Gudali, und zwar unser Forschungsprojekt, unseren Wavereader dazu. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns kontaktieren würdet. Ich weiß, das, was die technische Analyse, wo Kevin und ich zeigen, ist nicht the moon, ja, also ist nicht hier 2, 3, 4, 500.000 an der 1 Million Dollar dieses Jahr. Aber wir zeigen, oder ich jetzt hier in meinem YouTube-Video zeige ich euch natürlich nur das, was ich sehe. Und ich sehe immer noch ein bearisches Szenario, wenn wir jetzt mittelfristig rein sind. Das muss nicht von heute auf morgen passieren. Er kann jetzt hier noch länger weiter gammeln, bevor es eine größere Reaktion gibt. Aber ich sehe trotzdem, dass es hier demnächst also demnächst in den Bärmarkt kommen wird. So, jetzt kommen wir gleich ganz kurz zu Ethereum, zu unserem Ethereum-Trade. Und ja, der sieht bis jetzt gut aus und hat schon gut Profite abgeschmissen. So, hier sind wir bei Ethereum, bei dieser Wolf-Wave, wo ich ja vorgestellt hatte. Und wir sind hier nach unten durchgebrochen, hatten sogar im Stunden-Timeframe einen schönen Retest hier oben. Und der ging dann schön nach unten. Man hätte hier natürlich bis jetzt, gucken wir uns mal an, mit der Seite gehen, etwa 11% machen können. Glückwunsch an die, wo den Trade mitgenommen haben. Geile Sache, wieder richtig profitabel hier. Und hat jetzt zwar noch nicht ganz hier das Target erreicht, aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Target noch erreichen können. Nichtsdestotrotz, ja, nichtsdestotrotz sollte man trotzdem ab und zu Gewinne absichern, nicht gierig werden, meiner Meinung nach.
denn das Ganze kann sich natürlich immer auch anders entwickeln. Jetzt haben mich natürlich einige gefragt, ist hier noch eine Möglichkeit einzusteigen? Ich sagte natürlich, ja, wenn wir hier oben noch mit diesem Bereich erfolgreich antesten, dann könnte man hier nochmal eine Short eingehen, aber man soll hier meiner Meinung nach den 4-Stunden-Chart dazu nehmen. Das heißt, dieser Bereich, wenn der fällt ohne erfolgreich wieder nach oben, dann ist hier auf jeden Fall vorbei. Ja, und wenn Leute schon seit hier drin sind, wenn ihr schon drin seid hier, wäre es vielleicht cool, wenn ihr schon Profite genommen habt, da unten vielleicht hier den SL hinzusetzen. Ja, so habe ich es auf jeden Fall gemacht und ich habe hier schon nicht ganz unten am Dip, bin ich ehrlich, aber ich habe hier in diesem Bereich, ich habe hier schon Profite genommen und ja, davon kann ich dann morgen in den Park gehen mit meiner Familie und natürlich auch essen und trinken. Ja, wie gesagt, SL steht, also es passiert mir nichts mehr. Habe schon sehr gute Profite mitgenommen und das ist nur ein Tipp von mir an euch. So, das war's für heute. Vielleicht hören wir uns nochmal am Wochenende. Kommt drauf an, was passiert. Wenn nicht, dann auf jeden Fall anfangen nächste Woche. Ich wünsche euch was. Euer Krypto Dennis von der Bullverse Bears Academy. Ciao.